willkommen auf Susis Cooking Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Brot zusammen. Haben wir schon lange keins mehr gemacht und ich habe noch Kartoffeln übrig und auch einen Rest Buttermilch hatte ich noch und habe mich jetzt auf die Suche begeben und habe das Kartoffelbrot gefunden im Cookie Dough. Und ich lese euch mal vor, was wir dafür brauchen. 170 Gramm Weizenkörner, 200 Gramm gekochte Kartoffeln, abgekühlt und in Stücken, 300 Gramm Mehl, 300 Gramm Buttermilch, einen Teelöffel Honig, einen Würfel Hefe und 2 Teelöffel Salz. Also perfekt für mich für die Resteverwertung. Und auch so sieht das Brot nämlich richtig gut aus. Und das würde ich heute gerne mit euch machen. Vorbereitet habe ich mir eine Kastenform. Ich habe wieder hier meinen Stein, da habe ich unten eine Backfolie zurechtgeschnitten, habe die unten reingelegt. Wenn ihr sowas nicht habt, dann schneidet euch ein Backpapier und legt eure Kastenform damit aus. Los geht es jetzt, indem wir 20 Gramm von unseren Weizenkörnern, ihr könnt da auch eine 6-Korn-Mischung nehmen oder wenn ihr es jetzt gar nicht habt, dann nehmt ihr einfach mehr Mehl, würde ich sagen. Dann ersetzt ihr die Körner, die 170 Gramm durch Mehl. Aber ich möchte es jetzt schon mit den Körnern machen. Der Körner werden nämlich jetzt gleich zerkleinert und umgefüllt, weil die kommen auf das Brot. Und für so eine kleine Menge ist natürlich jetzt der Miximizer wirklich wieder ideal, weil einfach die Körner da unten bleiben, wo sie hin sollen, weil jetzt wird das Ganze 20 Sekunden auf der Stufe 10 zerkleinert. Die 20 Sekunden sind um. Und jetzt sollen wir den geschroteten Weizen umfüllen. So schaut das jetzt aus, den füllen wir um. Geben jetzt die restlichen 150 Gramm in den Mixtopf. Da setze ich den Miximizer jetzt nicht ein, weil das ist genug. Da sollen die Körner ruhig Platz haben schön. Und so wird das jetzt eine Minute auf der Stufe 10 zerkleinert. Vorsichtig aufmachen. Deckel abklappen. Dann kommen die 200 Gramm Kartoffeln dazu. Und die werden 4 Sekunden auf der Stufe 4 zerkleinert. Gramm Mehl geben wir jetzt dazu. Da nichts weiter angegeben ist, was für ein Mehl, verwende ich jetzt Dinkelmehl. Da habe ich aber noch mal Glück gehabt, aber ich glaube, ich hätte noch eine Packung da irgendwo. 300 Gramm Buttermilch. Einen Teelöffel Honig, einen ganzen Würfel Hefe und 2 Teelöffel Salz kommen noch mit rein. Und so wird das Brot 2 Minuten steht jetzt hier, ich werde es aber für 4 Minuten verkneten lassen. So, die Knetzeit ist vorbei.
So schaut der Teig jetzt aus. Und den gebe ich jetzt in meine vorbereitete Kastenform, die ihr nicht sehen könnt, glaube ich. Ein recht klebriger Teig, aber das werden bekanntlich die besten Brote. Der Teig ist in der Kastenform, ich verstreiche den jetzt so gut es geht, verteile ihn besser gesagt. Und mache mir jetzt die Oberfläche mit dem Löffel, ich nehme einen großen Löffel, ein bisschen nass. Kaltes Wasser, ein bisschen nass und dann kann man auch nochmal ein bisschen glatt streichen. Ich habe es jetzt mit einem großen Löffel mit kaltem Wasser glatt gestrichen und darauf verteilen wir uns jetzt die am Anfang gemahlenen 20 Gramm Weizenkörner, den Schrot. Und so lassen wir das Brot jetzt erstmal für 45 Minuten an einem warmen Ort aufgehen. Am Ende dieser 45 Minuten könnt ihr euren Backofen dann schon auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Jetzt decke ich es erstmal ab und lasse es gehen. Die 45 Minuten Gehzeit sind jetzt vorbei. So schaut das Kartoffelbrot jetzt aus. Und jetzt werden wir es nur noch einschneiden oben dreimal. Der Teig ist eh sehr weich. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, ob man da danach überhaupt noch was sieht. Und so geht jetzt mein Brot für 45 Minuten, 40 bis 45 Minuten bei 220 Grad mittlere Einschubhöhe in den Backofen. Dann bin ich gespannt, wie es rauskommt. Mein Brot war genau 45 Minuten im Backofen und es sieht toll aus. Ich kann es fast noch nicht. Ich kann es noch nicht gut anlangen. Es ist nämlich echt noch sehr heiß. Aber schaut euch mal an, wie toll das geworden ist. Oben sowie auch unten eine mega schöne Farbe. Schön knusprig, schön durchgebacken. Also die 45 Minuten haben bei mir jetzt absolut ausgereicht. Und ja, ich kann nur sagen, optisch gefällt es mir schon mal richtig gut. Ich bin auf den Anschnitt dann gespannt natürlich und auf den Geschmack. Das Brot hat jetzt Zeit zum Auskühlen. Bei mir ist es jetzt 2 Uhr. Wir brauchen es erst am Abend. Also das kann richtig gut auskühlen. Und dann am Abend lassen wir es uns schmecken. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Ein bisschen was tun für die alten Knochen, es hilft nichts. Ich werde immer steifer und ungelenker. Und das tut mir jetzt richtig gut, auch für meine Schulter und so. Ja, interessiert euch ja eh nicht. Quatsch, hier Schmarrn drum. Ihr wollt das Brot sehen, ihr habt das Brot gesehen und vielleicht backt das auch nach. Ich schreibe euch in die Infobox auf jeden Fall wieder, wie es uns geschmeckt hat. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und Servus und Pfiat euch. Bis bald.